kommen wir ja schon zum Finanzbotschaft. Da habe ich heute mal wieder etwas ausgegraben. Ausgegraben aus früheren Zeiten. Und ich war so am Lesen in der Bibel und ich hatte eigentlich die Idee schon vor einigen Wochen, dass ich das mal wieder machen möchte. Und dann war ich vorgestern in der Vorbereitung und sehe, dann bin ich bei den Psalmen stehen geblieben. Dann habe ich gedacht, wir hatten, glaube ich, schon, mag einige Jahre her sein, da hatten wir so eine Serie über Wohlstandspsalmen, oder? Da habe ich gedacht, ja gut, ich lese einfach mal so ein bisschen die Psalmen durch, dann bin ich bei einem stehen geblieben und den möchte ich mit euch heute Morgen wieder einmal anschauen. Und zwar gehen wir zum Psalm 128. Ist ein kurzer Psalm. Welcher ist der kürzeste, wer weiß es? 117. Welcher ist der längste? 119. Also wenn dich jemand fragt, lernt einen Psalm auswendig, sag immer 117. Nie 119. Nie. Nie, da bist du eine Weile dran. Aber heute schauen wir 128 an und zuerst lesen wir einfach mal den Psalm und da gehen wir dann etwas in die Details. Ein Wallfahrtslied. Wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Wohl dir, du hast es gut. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses. Deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Der Herr segne dich aus Zion, dass du das Glück Jerusalems siehst, alle Tage deines Lebens. Und siehst die Kinder deiner Kinder, Friede sei über Israel. Ein wunderschöner Psalm. Aber dieser Psalm hat da eben eigentlich noch ziemlich viel Stoff da drin. Und zwar, als ich den gelesen habe, ist mir so klar geworden, hier beschreibt der Psalmist eigentlich den Versorgungsplan Gottes für uns. Den Versorgungsplan Gottes für uns. Beginnen wir nochmals im ersten Vers, ein Wallfahrtslied. Wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Betrifft das uns? Ja, Amen. Wir wandeln in seinen Wegen. Nun, das Wort fürchten, wie es hier geschrieben ist, verstehen wir manchmal etwas falsch. Fürchten ist für uns Angst haben. Aber was das Wort wirklich bedeutet, heißt eigentlich mehr Ehrfurcht haben, Respekt haben. Haben wir das? Ja, Amen. Also können wir sagen, dieser Psalm betrifft uns, auch wenn er schon vor langer Zeit geschrieben wurde. Gehen wir weiter. Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Tun wir das? Amen. Also, ich denke, wir arbeiten und erhalten dafür Lohn, dafür ernähren wir uns. Die einen arbeiten mehr mit Händen, andere vielleicht, ich arbeite auch, aber so. Oder so. Das ist meine Arbeit oder der größte Teil meiner Arbeit, aber ich brauche die Hände auch. Wir arbeiten und dadurch können wir uns nähren. Wohl dir, du hast es gut. Das ist das, was der Herr sagt. Hey, wohl dir. Du hast es gut. Dann wird es spannend. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses. Deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir etwas erreichen. Es ist hier auf familiäre Situation beschrieben. Ja. Aber das Kinder ist Resultat von Gunst, von Gnade. Es ist ein Zeichen für Fruchtbarkeit, ein Zeichen für Wachstum, für Frische, für etwas Junges, für Neues, das entsteht. Und dann kommt's, siehe, so wird der Mann gesegnet
oder die Frau, der oder die den Herrn fürchtet. Und das ist der Punkt, wo die meisten dann abhängen und sagen, oh, jetzt ist fertig. Bisher war es gut, aber jetzt betrifft es mich nicht mehr. Weil ich fürchte den Herrn ja nicht oder zu wenig. Nun, sind wir Christen? Also ein bisschen zögerliches Nicken hier. Sind wir Christen? Ja. Also betrifft uns das. Da gehören wir dazu. So oder so. Weil wir fürchten, wir haben Ehrfurcht vor dem Herrn. Wir fürchten ihn nicht im Sinne von Angst haben. Wir haben Ehrfurcht vor ihm. Und dann sagt er, der Herr segne dich aus Zion. Du hast das Glück hier, dass du das Glück Jerusalems siehst, alle Tage deines Lebens. Alle Tage, nicht nur am Dienstag oder am Sonntag. Nein, jeden Tag. Und siehst die Kinder deiner Kinder. Friede sei über Israel. Was heißt das, wenn wir die Kinder der Kinder sehen? Dass wir alt werden. Heißt dem Herrn. Ein langes, fruchtbares, gnadenvolles, gesundes Leben. Das ist das, was der Herr möchte. Und das, dieser Psalm beschreibt uns. Er beschreibt, dass es uns gut ergehen soll. Dass es uns wohl ergehen soll. An Geist, Seele und Leib. Nun, wir wissen, dass nach Epheser 3, Vers 1, haben wir alle geistlichen Segnungen erhalten. Alle. Und in diesen Worten hier finden wir eben auch, dass wir nicht nur geistliche Segnungen erhalten, sondern wir erhalten auch natürliche Segnungen. Früher unter dem Gesetz war es so, wenn jemand sich gut benommen hatte, dann hat er natürliche Segnungen erhalten. Wir heute unter der Gnade haben permanent gute Segnungen. Amen. Manchmal brauchen wir etwas den Blickwinkel, dass wir sie auch sehen und verstehen. Ja, wir haben permanent gute Segnungen und erfahren permanent Gnade in unserem Leben. Und das ist der Versorgungsplan Gottes. Das ist das, was er sich wünscht für uns alle. Und wie er es hier auch schreibt, alle Tage deines Lebens, nicht nur am Sonntag oder am Samstag, wenn wir frei haben, so dann fühlen wir uns meistens ein bisschen mehr gesegnet, als wenn wir zur Arbeit gehen. Nein, alle Tage sind wir gesegnet. Und der Herr sorgt für uns. Amen. Amen. Halleluja. Praise the Lord. Wunderbar. Ihr dürft euch setzen. Herzlichen Dank, Worship. Ich möchte euch auch noch ganz, ganz herzlich begrüßen. Lasst mich mal schauen, wer heute alles hier ist. Da hat es Gesichter, die ich noch nicht gesehen habe. Schön, schön, oder schon lange nicht mehr gesehen haben. Also ganz, ganz herzlich willkommen bei uns in der Grace Family Church. Wer von euch hat die Predigt vom letzten Sonntag gehört oder gesehen? Darf ich mal schauen? Okay. Also, ich kann euch nur sagen, diejenigen, die sie noch nicht gesehen haben, unbedingt schauen. Das ist eine ganz, ganz tolle Botschaft über den Sühnedeckel, über den Gnadenthron, die sehr, sehr befreiend ist. Also, und ich kann euch sagen, wenn Pastor Erich jetzt in Singapur ist, wird seine Botschaft noch schärfer, noch klarer, noch tiefer und er wird noch mehr neue Erkenntnisse bringen. Also wir freuen uns auf jede Predigt von ihm. Also schaut rein, empfehlt sie weiter, eine tolle Sache. Seid ihr ready? Okay, cool, ich auch. Wo ist meine Frau? Ich habe doch mit ihr hier abgemacht. Wieso ist sie nicht da? Habe ich ihr nicht gesagt, dass wir hier abmachen? Habe ich ihr klar gemacht, dass wir um diese Zeit hier abmachen? Mein Mann geht 14 Tage auf Geschäftsreise. Schaffe ich es mit den Kindern? Alleine? Werde ich das ganz alleine, ohne meinen Mann, hinkriegen, 14 Tage alleine mit den Kindern? In einer Woche beginne ich eine neue Stelle.
Habe ich die richtige Wahl gewählt? Bin ich befähigt, diese Stelle wirklich wahrzunehmen? Mein Chef ist kein gläubiger Christ. Wie wird er mich behandeln? Der Teenager ist jetzt aber schon lange weg. Ich habe ihm doch gesagt, dass er um diese Zeit zu Hause sein soll. Habe ich ihm das klar und deutlich gesagt, dass er jetzt hier sein muss? Drei fremde Männer machen von mir und meiner Frau auf einer Bank ein Foto. Überraschend. Wir fragen sie, warum macht ihr ein Foto von uns? Sie geben keine Antwort. Vielleicht haben sie uns nicht verstanden. Was machen die mit dem Foto? Werden sie uns Schaden anrichten? Was passiert auf dem Internet mit dem Foto? Meine AHV. Bald werde ich pensioniert. Werde ich meine AHV noch erhalten? Wird es noch genügend Geld haben für mich, damit ich mein Alter, ich werde ja 120, noch genügend Geld habe? Werde ich für meine Mutter einen guten Pflegeplatz finden? Dass sie sich in den letzten Jahren wohlfühlt? Einige Beispiele von Gedanken, die wir alle kennen. Ich bin überzeugt, ich könnte das noch weiterführen. Angst und Sorgen, Gedanken, die wir im Alltag immer wieder haben und die einfach so auftauchen. Wir sind nicht alleine. Die Jünger hatten die gleichen Gedanken. Ich möchte euch zeigen in Markus 16,8, was für Gedanken, dass die Jünger beschäftigt haben. Und eine zweite Stelle anschließend gleich noch im Johannes 20,19. Ich lese vor. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Eine zweite Stelle, Johannes 20,19. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten schon solche Angst vor dem Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Machen wir hier einen Stopp. Was ist hier geschehen? Es ist Ostermontag. Maria Magdalena ist gerade beim Grab gewesen am Morgen und hat festgestellt, der Herr ist nicht mehr dort. Der Leichnam ist nicht mehr dort. Sie trifft zwei Engel am oberen Ende des Kopfes, wo der Leichnam gelegen ist, am unteren Engel. Ende. Ihr mögt euch an die Predigt vom letzten Sonntag erinnern, die beiden Cherubime, genau gleich. Und schauen auf den Platz, wo Jesus lag. Er war nicht mehr dort. Dann begegnet sie ein Mann. Sie denkt, es sei der Gärtner. Es ist der Herr. Sie rennt weg mit dieser Angst. Sie erzählt es niemandem. Und am Abend sperren sich die Jünger ein, weil sie Angst haben vor dem Mob, dass man ihnen den Vorwurf macht, dass sie den Leichnam genommen haben. Sie haben Angst vor den Juden. Sie sperren sich ein. Das ist die Situation. Die Angst begleitet uns immer wieder, Sorgen begleitet uns immer wieder und es ist gut, wenn wir darüber sprechen heute. Denn hier in diesem Vers 20,19 erscheint Jesus Christus inmitten, plötzlich. Und was sagt er? Schaut hier. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch.
Er nimmt ihnen mit dieser Aussage sofort die Angst. Das macht der Herr. Amen. Und trotzdem haben wir solche Gedanken. Friede sei mit euch, sagt uns der Herr. Wer von euch hat schon einmal in der Bibel fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht gelesen? Da sind wir alle dabei. Ja? Und zwar nicht wenig. Nicht wenig. Also fürchte dich nicht, lesen wir immer wieder. Und hier sagt Jesus Christus, Friede sei mit euch. Schauen wir uns einmal genauer an, wie das mit dem fürchtet euch nicht gemeint ist. Und wir gehen dazu in Jesaja 41, 8 bis 10. Ich lese. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes. Hier ein Stopp. Nach dem Kreuz sind die Heiden und die Juden aus der Sicht Gottes ein Volk. Wenn wir also hier im Alten Testament Israel lesen oder eben du Knecht Jakob, dann sind wir gemeint. Also wir können das, was hier steht, sehr persönlich nehmen. Für uns jetzt lesen. Es ist für uns gemeint. Vers 9. Denn ich, von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkel berufen habe, zu dem ich gesprochen habe. Also hier spricht er uns an, aus den entferntesten Winkel wird der Herr Heiden ansprechen und ihnen das Gnadenevangelium weiterbringen, die gute Nachricht. Das ist hier gemeint. Also Prophet Jesaja spricht in die heutige Zeit. Sie haben, das haben wir am letzten Sonntag auch gehört, gesehen, was auf uns zukommt. Hier schreiben sie davon. Es geht weiter. Du bist mein Knecht. Ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, da haben wir es. Denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn wir die Gedanken, die ich vorher euch so als Spiegel hingehalten habe, vergleichen mit dieser Botschaft, dann kommt da auch ein Ich vor. Aber meine Lieben, das Ich hier ist nicht dasselbe Ich der Gedanken, die wir haben. Die Sorgen und angstvollen Gedanken, die uns immer wieder begleiten, die sind auf Ich bezogen. Habe ich etwas falsch gemacht? Habe ich meinem Teenager nicht klar gemacht, dass er jetzt um diese Zeit da sein muss? Habe ich mit meiner Frau, habe ich die Fähigkeit, diesen Job wahrzunehmen? Habe ich, das ist immer das eigene Ich. Hier ist sein Ich. Halleluja. Er schreibt hier, wir lesen es wunderbar, ich habe dich ausgewählt. Ich habe dich berufen aus den letzten Winkeln. Ich bin dein Gott. Du bist mein Knecht. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich mit deiner rechten Hand. Ich ist unser Herr. Er hält uns mit unserer mit seiner Hand. Eine ganz andere Botschaft. Fürchte dich nicht, hat der Herr viele Male im Alten Testament gesagt. Warum hat er das gesagt? Was ist die Basis oder der Grund, dass wir immer wieder solche angstvollen Sorgen haben? Solche Befürchtungen oder sogar die Sorge, dass ich nicht die Fähigkeit habe, etwas zu tun? Was ist der Grund? Was ist die Ursache?
Und wie können wir diese angstvollen Gedanken loswerden? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen werden. Und ich versuche, sie auch zu beantworten. Übrigens, hier in diesem Vers sehen wir auch das "Fürchte dich nicht". Wo steht es? Irgendwo steht es. In welchem Vers? "Fürchte dich nicht". Ha? Wenn ihr den Satz weiterlässt, ist Komma und Doppelpunkt und Punktstrich und so weiter, am Schluss hat es ein Ausrufezeichen. Das ist ein Befehl. Und all diese Aussagen, "fürchte dich nicht" oder "fürchtet euch nicht", hört immer auf mit einem Ausrufezeichen. Interessant. Schauen wir einmal auf Jesaja 41, 13. Es geht gleich weiter, was dort uns der Herr erzählt. "Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir." Wiederum ein Ausrufezeichen. "Fürchte dich nicht." Hier lesen wir, er hält deine rechte Hand. Vorher hat er gesagt, im Verse vorher, die wir gelesen haben, er beschützt dich mit der rechten Hand. Ich habe mir dann überlegt, wie geht das? Wie geht das, rechte Hand, und er beschützt dich mit der rechten Hand und er hält deine rechte Hand? Pastor Michael, bist du für ein kurzes Experiment bereit? Darf ich dich auf die Bühne bitten? Komm, ich helfe dir. Halt, nein, nein, hier. Ich gebe ihm die rechte Hand. Genau das macht der Herr mit uns. Er gibt uns die rechte Hand und hilft uns in all unseren Situationen. Und was ist die rechte Hand des Herrn? Danke. Wer hat schon einmal die Aussage gehört, meistens im Business, das ist meine rechte Hand? Ha? Habt ihr auch schon gehört? Das kommt von hier. Mein Stellvertreter ist meine rechte Hand. Oder eben Jesus sitzt zu Rechten von unserem Vater. Er ist die rechte Hand. Und es ist die Gerechtigkeit Gottes heute. Wenn er uns die rechte Hand gibt, gibt er uns die gerechte Hand. Praise the Lord. Und Jesus ist seine rechte Hand. Und er hilft uns und er ist da, jederzeit. Amen. Lesen wir noch weiter bei Jesaja und gehen zu 43, Vers 1 und dann Vers 5. "Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein." Wir leben heute nach dem Kreuz. Das ist für heute gedacht. Das ist wiederum, sind wir angesprochen. Wir sind hier gemeint mit Jakob und Israel. Gott hat uns beim Namen gerufen. Er hat uns durch Jesus Christus erlöst. Das ist vollzogen. Wiederum ein Ausrufezeichen. "Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst." Jetzt, dieser Vers wurde noch geschrieben vor dem Kreuz. Und die totale Erlösung haben sie da noch zu diesem Zeitpunkt nicht. Drum stärkt der Herr immer wieder Propheten, Könige und Richter und stärkt sie durch diese Aussage "Fürchte dich nicht", weil sie immer wieder die Strafe mit der Strafe rechnen mussten unter dem Gesetz, wenn sie etwas nicht so tun würden, wie es eben das Gesetz fordert. Der Herr wusste genau, dass sie eben diese Angst immer mittragen. Das Interessante, da gehen wir noch zu Vers 5. Schauen wir noch 43, 5 an. "Fürchte dich nicht", es kommt gerade wieder, "denn ich bin bei dir, ich will deinen Samen von Osten herführen und dich vom Westen her sammeln." Das ist heute, das geschieht heute. "Fürchte dich nicht,
ich bin bei dir. Wir haben durch Jesus Christus, wenn wir ihn im Glauben annehmen, den Heiligen Geist in uns. Wir werden ihn nicht mehr los. Er ist in uns, wir können hingehen, wo wir wollen. Er ist immer bei uns, immer mit uns. Wir sind nie alleine. Ich bin bei dir. Das ist die Aussage hier. Also das bezieht sich auf heute. Und die Juden reisen jetzt aus ihren Ländern von Osten und Westen nach Israel. Immer noch. Ist noch nicht fertig. Das ist heutige Zeit. Also er spricht in unsere Zeit hinein. Das Interessante ist Folgendes. Fürchte dich nicht, haben wir viele Male schon gelesen. Und wenn ihr das Studium, Bibelstudium macht, ich habe schön gestaunt, kommt es über 40 Mal vor, fürchte dich nicht, vor allem vor dem Kreuz. Vor dem Kreuz lesen wir immer wiederkehrend im Alten Testament und auch in den Evangelien, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Die Engel treten auf, fürchte dich nicht. Vor dem Kreuz, nach dem Kreuz kommt es noch dreimal vor. Halleluja. Und es tritt immer mehr Friede sei mit euch auf. Und diese dreimal, die wir noch lesen können, sind zweimal ganz persönlich für Paulus gemeint. Paulus war in zwei Situationen höchst bedrängt. Ganz gefährliche Situation. Sein Leben war unter großem Druck. Was Paulus erlebt hat, ist der gewaltig. Der wurde gesteinigt und was alles passieren konnte. Der Herr war immer bei ihm. Und er hat ihn zweimal gestärkt mit der Aussage, fürchte dich nicht. Das war für ihn persönlich. Und das letzte Mal kommt es in der Offenbarung vor. Bevor wir das aber anschauen, möchte ich noch zwei, drei Dinge sagen dazu. Wir gehen noch zu Jeremia 8, Vers 1, Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Jeremia, Kapitel 1, Vers 8 und 9. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege mein Wort in deinen Mund. Soeben hat Jeremia den Auftrag erhalten, einen schwierigen Auftrag, den Israeliten zu sagen, hey, kommt nicht gut. Ihr werdet versprengt in alle Welt. Das war der Auftrag. Wenn wir zu Vers 5 zurückgehen, ist das die Berufung. Also einen zurück bitte, Vers 5. Wurde hier Jeremia berufen. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Hier sagt der Herr ihm, hey, dich habe ich schon berufen, bevor du überhaupt auf der Welt warst. Das können wir übrigens ganz persönlich für uns auch nehmen. Er hat mich berufen, bevor ich überhaupt von mir selber wusste. Er hat dich berufen. Jeder von uns hat er schon berufen und hat uns einen Auftrag gegeben. Praise the Lord. Also hier bekommt er den Auftrag. Und jetzt, was ist die Reaktion von Jeremia? Ganz interessant. Nächster Vers, 6. Da sprach ich, Jeremia, ach Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch viel zu jung. Seht ihr das? Angst, Sorgen, das kann ich nicht. Diese Aufgabe kann ich nicht übernehmen. Ich bin nicht fähig. Ich kann nicht sprechen. Und überhaupt, ich bin noch viel zu jung. Wenn ich auftrete mit meinem Alter gegenüber den Jugendlichen, dann lachen die mit meinem jugendlichen Alter. Das war seine Sorge, seine Bedenken. Genau diese Gedanken, die wir immer wieder haben. Wir kennen sie. Bin ich fähig? Kann ich das? Und ihr merkt immer ich. Das Herz des Vaters wünscht so sehr, dass wir nicht es so zum Ausdruck bringen, ich kann es nicht. Habe ich richtig gehandelt? Habe ich mit meiner Frau richtig abgemacht? Er wünscht das nicht. Er wünscht, Herr, du weißt,
was jetzt angesagt ist. Meine Frau ist unter deinem Schutz. Meine Kinder sind unter deinem Schutz. Du weißt, wie es weitergeht. Hilf mir, was ich jetzt machen soll. Er wünscht sich so sehr, dass wir diese Gedanken haben, weil er nur die besten Gedanken für uns hat. Er sagt uns immer wieder, ich bin bei dir. Ich helfe dir. Ich gebe dir meine rechte Hand und helfe dir durch diese Schwierigkeit hindurch. Ich bin bei dir. Lass uns in diesen Momenten, wo uns solche Gedanken beschäftigen, und die kommen, wir alle haben sie. Ihr müsst gar nicht meinen, dass wir Pastoren solche Gedanken nicht haben. Also auch wir sind mit diesen Gedanken konfrontiert. Und es braucht auch einen Entscheid, in diesen Situationen den Herrn zu suchen und sagen, deine Zusage ist auf meinem Leben und du willst mich segnen, du hilfst mir und ich stehe darauf, auf deinem Wort. Und das eben laut aussprechen in diesen Situationen. Jetzt müsst ihr mal schauen, was jetzt passiert im nächsten Vers bei Jeremia. Nächster Vers. Aber der Herr sprach zu mir, zu Jeremia, sag nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Das ist ganz eine starke Botschaft hier an Jeremia und auch an uns, dass er sagt, hör auf zu sagen, ich kann es nicht, ich bin nicht fähig. Das ist ein ausgesprochenes Wort. Sag es nicht, sagt der Herr zu Jeremia. Das Rema, das Wort, hat eine Kraft. Und er wünscht sich so sehr, dass er eben anders reagiert hätte, der Jeremia. Im Sinne von, Herr, wenn du das willst von mir, dann kann ich es, weil du mit mir bist. Weil du mich befähigst, weil ich an dich glaube, weil du derjenige bist, der mich leitet. Sprüche 16, 9, glaube ich, sagt, muss den Vers nicht zeigen, sagt, der Mensch plant die Schritte, der Herr leitet die Schritte. Er ist immer bei uns. Und er verlässt uns nie, nie, nie. Das ist sein Herz, dass er sich wünscht, dass wir auf ihn schauen. Anstatt uns zu fragen, was habe ich wieder falsch gemacht? Habe ich nicht klar gemacht? Habe ich das nicht richtig kommuniziert? Nein. Herr, hilf mir. Herr, beschütze meine Kinder. Herr, du bist bei ihnen. Du weißt, was jetzt angesagt ist. Suchen wir den Herrn. Und ich möchte das Beispiel aufnehmen, das ich erwähnt habe mit den Fotos. Wir saßen auf einer Bank, drei Inder kamen und die haben uns fotografiert. Zwei standen so hinter uns. Ich habe dann das realisiert. Ich habe das Foto gesehen, sie haben mir das Foto gezeigt. Ich habe in diesem Moment gar nichts gedacht. Nichts. Ich habe gedacht, okay, cool, die wollten ein Foto machen. Fragte ich, weiß weshalb. Sie haben uns keine Antwort gegeben, sind verschwunden. Und dann beginnen die Gedanken, kann ich euch sagen. Dann waren sie weg. Und ich konnte das iPhone nicht mehr nehmen und sagen, delete. War schon zu spät. In diesem Moment habe ich es nicht gemerkt. Und die Gedanken nahmen ihren Lauf. Und wir konnten nur durch das Rema, durch ausgesprochen, du bist bei mir, deine Liebe ist größer als alles und du schützt uns und du bist bei uns und du wirst verhindern, dass da irgendetwas Negatives passiert und du wirst dafür sorgen, dass dieses Bild wieder verschwindet. Das war ausgesprochen. Dann lösten sich die Gedanken auf. Amen. Rema, sage nicht, du kannst es nicht. Und der Herr hat ihm alle Worte in den Mund gelegt, hat ihn befähigt. Er befähigt uns. Halleluja. Amen. Also auch Jeremia hatte Angst. Völlig natürlich. Nur der Unterschied, dass er vor dem Kreuz lebte und wir heute nach dem Kreuz leben. Schauen wir uns noch Psalm 23,4 an. Den kennt ihr auch bestens. Den kennt ihr
auswendig, da bin ich überzeugt. Das ist ein Psalm von David. Und wenn wir David genauer hinschauen, anschauen, hört diesen Glauben an. Das ist, er blickt 100% auf den Herrn. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, und er hatte einige Situationen, wo er wanderte durch das Tal des Todesschattens, wir können es nachlesen, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, mein Stecken und Stab, die trösten mich. Hundertprozentiger Blick auf den Herrn. Ich verlasse mich, dass du mich leitest. Auch wenn ich wandere im Todestalschatten, ich fürchte nichts, denn du bist bei mir. David hatte den Blick immer, zu jeder Zeit, auf den Herrn. Und es ist ein Schattenbild, David ist ein Schattenbild von Jesus Christus im Alten Testament. Wir schauen uns noch ein Vers an von David, damit ihr spürt, es ist unser Alltag. Psalm 56, Vers 5. In Gott will ich rühmen dein Wort, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mit mir antun? In diesem Moment wurde David gerade von den Philistern festgenommen. In Gott. Er war in Todesgefahr. Glaube pur. Und er schreibt dieses Wallfahrtslied. Er spricht es wahrscheinlich aus. Er hat es nicht für sich im stillen Kämmerlein geschrieben. Wahrscheinlich hat er es sogar gesungen. In der Situation, wo er gefangen war. Weil er eben auch mit den Gedanken kämpfte. Na, was machen jetzt die Philister? Völlig natürlich. Aber er suchte den Herrn. Glaube pur. In diesen Situationen, wo solche Gedanken aufkommen, Blick auf ihn, das wünscht er sich. Das ist sein Wunsch. Es ist noch nicht fertig. David hat im 2. Samuel 9, Kapitel 9, Vers 7, Mephibosheth, ihr kennt die Situation wunderbar, eben genau das Bild rübergebracht, das der Herr mit uns gemacht hat, nach dem Kreuz oder mit dem Kreuz. Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen und deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch des Brotessens. Was ist da passiert? Mephibosheth, der Sohn von Jonathan, flüchtete in der Situation mit seiner Magd oder seiner Hebamme oder die für ihn gesorgt hat. Und dann ist er gestürzt und seine Beine wurden gelähmt, weil er Angst hatte vor David. David hatte einen Bund mit Jonathan. Jonathan kam um. Alle Mitglieder der Familien kamen um, außer Mephibosheth. Und er wurde von David wieder an den Hof geholt. Er hatte Angst. Was macht David mit uns? Mit mir? Der Bund, der David mit Jonathan hatte, ist ein Schattenbild mit dem Bund, der unser Vater mit Jesus gemacht hat, als Abraham tief geschlafen hatte. Du wirst Vater vieler Völker und ich werde dich segnen und ich werde dein Volk segnen. Das ist der Bund, als Schattenbild kommt es noch einmal. Und der Herr hat uns total gesegnet, weil er alles von sich aus gemacht hat, damit wir wieder mit ihm eine aktive Liebesbeziehung haben können. Das ist das Geschenk, das er gemacht hat. Also das ist ein Schattenbild. Und der Mephibosheth konnte jetzt immer am Tisch vom König essen. Und wir essen jeden Tag am Tisch des Königs, denn er ist bei uns. Genau das Bild. Halleluja. Und David sagt genau das Gleiche zu Mephibosheth, fürchte dich nicht, weil er wusste, er hatte die gleichen Gedanken. Kein Unterschied. Jetzt schauen wir noch ein Beispiel an. Wir gehen zu Richter. Richter 6, Vers 23. Gideon.
Wir lesen zuerst den Vers. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. In diesem Moment hat Gideon den Auftrag erhalten. Es ist ja ganz interessant, dass wir jetzt zwei Stellen haben. Jeremia bekam den Auftrag, Gideon bekam den Auftrag, die Medianiter zu schlagen. Und was sagt der Herr Gideon? Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Er stärkt Gideon für seine Aufgabe, die er vor sich hat. Weil er wahrscheinlich genau die gleichen Gedanken hatte. Kann ich das? Bin ich in der Lage, die Medianiter zu schlagen? Nur Klammer auf, mit Gideon hatten die Israeliten 40 Jahre Friede und sie wurden hochgesegnet. Also der Herr hat ihm diesen Frieden geschenkt. Der Herr hat ihn gestärkt, fürchte dich nicht und du wirst leben. Übrigens, der Name Gideon, das ist auch ganz interessant, das Alte Testament ist ja voll Schattenbilder, heißt Hacker, Holzfäller, Zerstörer. Das ist der Name von Gideon. Also der wurde vom Herrn gestärkt und Holz, die Verknüpfung zum Kreuz. Hier stärkt den Herrn Gideon, du wirst nicht sterben. Gideon hatte offensichtlich Angst vor dem Tod. Das beschäftigte ihn, weil die Medianiter sehr stark gute Krieger waren und er musste gegen sie kämpfen. Offensichtlich ist der Angst vor dem Tod eines der Probleme von all unseren Ängsten, Sorgen, Befürchtungen und gemeinten Unfähigkeiten. Der Angst vor dem Tod. Und ich habe gesagt, fürchte dich nicht, kommt zum letzten Mal in der Offenbarung vor. Und diese Stelle wollen wir jetzt anschauen. Und lest einmal das in Bezug auf den Tod. Und als ich ihn sah, jetzt das ist Johannes. Johannes hatte diese Vision der Offenbarung auf der Insel Patmos, glaube ich. Patmos, danke. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder, wie tot. Also da kommt der Tod. Also er hatte so einen Moment, dass er, und fiel nieder und war wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich, der Herr, der gegenüber ihm stand, und wir sehen hier wiederum die rechte Hand. Er legte die rechte Hand auf Johannes und sprach zu mir, fürchte dich nicht, Ausrufezeichen, es kommt wieder. Genau die gleiche Aussage. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Hier ist klar, Jesus Christus, Alpha, Omega, ich bin der Erste und der Letzte. Hier spricht Jesus zu Johannes, sagt, hey, meine rechte Hand ist auf dir, zack, das war die erste Geste, ich helfe dir und ich bin bei dir. Und er sagt, ich bin Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Wir denken manchmal, ja, Jesus, du hast es einfach. Du kennst unsere Probleme nicht. Also wenn du wüsstest, was ich alles für Herausforderungen und Probleme hätte, dann würdest du gar nicht so reden. Meine Lieben, Jesus Christus hat das Problem der Probleme gelöst. Damit wir sorgen- und angstfrei sein können. Er hat das größte Problem gelöst. Und hier sehen wir die Antwort. Jesus Christus ging ans Kreuz für uns. Und er schaute dem Tod in die Augen. Und er überwindete ihn. Für jeden von uns. Für euch, für jeden Einzelnen
und für mich. Halleluja. Praise the Lord. Er hat die Schlüssel des Todes in der Hand. Und er ist der Lebende und lebt heute für uns, damit wir Leben haben. Also die Überwindung des Todes schenkt uns das ewige Leben. Und wir können vollkommen frei vor Angst vor dem Tod sein. Denn er hat den Tod überwunden für uns. Stellvertretend. Halleluja. Und nicht nur das hat er gemacht für uns am Kreuz, dass wir sorgenfrei sein können. Er hat noch viel mehr gemacht. Er hat eben auch alle unsere Sorgen, alle unsere Ängste, alle unsere Krankheiten, alles hat er auf sich genommen. Er ging ans Kreuz für uns. Er nahm jeden Schlag auf sich. Und den ganzen Zorn Gottes, alles ging auf Jesus Christus nieder, damit wir diesen Zorn nicht mehr erleben müssen. Damit unsere Sünden vom Tisch sind. Und wir können es nicht zu wenig hören. Er hat unsere vergangenen Sünden, unsere gegenwärtigen und unsere zukünftigen Sünden alles auf sich genommen. Er hat den Tod überwunden für jeden Einzelnen von uns. Er hat alle Sorgen auf sich genommen. Es ist alles vollzogen. Am Kreuz hat er alles bezahlt. Praise the Lord. Das ist unser Jesus Christus. Und wir brauchen nur noch auf ihn zu schauen. In diesen Situationen, wo diese Gedanken auftauchen, wo wir denken, bin ich in der Lage? Kann ich das? Habe ich richtig gehandelt? In diesen Situationen, denke ich, machen wir manchmal den Deckel der Bundeslade wieder auf und schauen ins Gesetz, weil wir dann auf uns zeigen. Lass den Deckel auf der Bundeslade. Den Gnadenthron. Schaut auf den Gnadenthron, so wie der Engel und die beiden Engel, die Cherubine, neidisch sind, dass wir das Blut Jesus haben dürfen. Und sie sehen auf das Blut Jesu. Dass wir in diesen Situationen genau den gleichen Blick aufnehmen und sagen, schau, ich schaue jetzt auf Jesus. Du bist es, der meine Sorgen genommen hat. Sprecht es aus in diesen Situationen. Denkt es nicht und sprecht es nicht aus, sondern sprecht es laut aus. Es ist ein Rema, dass wir das Wort Gottes, alles liegt auf dir, du hast alles für mich genommen und ich lasse mich nicht mehr anklagen, dass wir das zum Ausdruck bringen. Denn Jesus Christus hat das größte Problem für uns überwunden und alle anderen Probleme übrigens kennt er bestens. Er war auch Mensch und er hatte genau die gleichen Herausforderungen. Also wenn einer unsere Sorgen, Probleme und Ängste und Unfähigkeiten, die wir meinen, haben wir, kennt, dann ist es er. Praise the Lord. Er kennt uns viel besser, als wir nur denken. Wenn wir eben immer wieder ein bisschen den Deckel wegschieben und Gesetz anschauen und denken, ich kann noch etwas dazu beitragen, dann kommen diese Ängste wieder auf. Dann rufen wir diese Sorgen wieder hervor. Ein bisschen Gesetz führt dazu, dass ich dann eben noch ängstlicher werde. Führt dazu, dass sogar, wenn ich gesegnet bin, denke, ja, das kann doch nicht sein. Also da muss ich schon noch etwas dazu beitragen. Und sogar das Gute führt dazu, dass wir noch mehr Ängste und Sorgen haben. Lasst an meiner Gnade Genüge haben. Halleluja. Er hat alles erledigt. Schaut in diesen Situationen auf ihn. Er ist derjenige, der euch die Sorgen wegnimmt. Er ist derjenige, der euch die Ängste wegnimmt. Er ist derjenige, der euch befähigt, das zu tun, was jetzt angesagt ist. Und stellt die Frage nicht, kann ich das? Er kann es. Er. Ich habe es in der Bibelschule am letzten Montag schon erzählt. Am letzten Montag konnte ich mit Pastor Ben von der Gospel House
Church sprechen und er ist auch Benjamin Generation, er hat einen Beruf, er führt eine Gemeinde, er hat Unterstützung selbstverständlich. Und die Frage war, du, schaffst du all das nebeneinander? Dann schaut er mich an und sagt, nein. Ich dachte, okay, gut, gute Antwort, das gefällt mir. Und dann als nächstes sagt er, ich kann es nur mit ihm. Ich vertraue ihm, dass er mir sagt, wann ich was zu tun habe. Ich könnte es nicht. Blickwinkel auf ihn. In allen schwierigen Situationen, Blickwinkel auf ihn. Und er hat garantiert im Beruf Herausforderungen, er hat garantiert in der Gemeinde Herausforderungen, er hat garantiert Gedanken, die sagen, kann ich das? Genau das Gleiche. Es geht ihm so wie mir und euch. Nur seine Antwort war glasklar. Ich kann es nicht. Er. Schaut auf Jesus. It's all about him. Es geht nur um Jesus. Er befähigt uns, er hilft uns, er ist da, er verlässt uns nie, er beschenkt uns mit allem und er enthält nichts vor. Halleluja. Der Tod ist überwunden, ein erstes Problem dieser Ängste, die wir immer wieder in uns aufkommen. Es ist aber etwas Zweites auch überwunden, nämlich die Verurteilung. Schaut einmal Johannes 3, 19. Johannes Kapitel 3, Vers 17, Entschuldigung, ja, 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das Gefühl der Verurteilung wird hier angeschnitten. Habe ich es richtig gemacht mit meinen Kindern? Ein Gefühl kommt auf der Verurteilung. Habe ich in dieser Situation gegenüber meinem Teenager richtig reagiert? Das Gefühl der Verurteilung kommt auf. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Es ist erledigt. Keine Verurteilung mehr. Und sobald wir denken, wir können etwas dazu beitragen, dann sind wir wieder ein bisschen im Gesetz. Verlasst uns voll, 100% auf Jesus Christus. Er ist die Lösung. Er verurteilt uns nie mehr. Wird uns nie verurteilen. Das ist die Zusage. Das Gefühl der Verurteilung kennt er. Und er möchte, dass wir das nicht mehr haben. Ich kann es auch so sagen, Gefühl der Strafe kommt auch auf. Wir kennen das alle. Da habe ich etwas Falsches gemacht. Mein Chef wird mich irgendwie maßregeln und eine Verwarnung oder was auch immer aussprechen. Jetzt haben wir immer wieder dieses Gefühl der Strafe. Jesus hat uns total befreit. Amen. Der Glaube an ihn rettet uns vor diesem Gefühl. Und wenn das Gefühl aufkommt, dann ist es gut, dass wir sagen, Herr, du hast alles erledigt. Keine Verurteilung mehr ist möglich. Halleluja. Spricht es aus. Das Rema, das ausgesprochene Wort, hat eine Macht in die geistliche Welt. Paulus nimmt das auch noch auf in Römer 8,1. Schaut euch das an. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. So gibt es keine Verdammnis mehr. Er sagt es glasklar, es gibt keine Verurteilung mehr, keine Strafe mehr. Die Strafe und die Verurteilung, die Verdammnis liegt auf Jesus Christus. Er hat sie stellvertretend für uns übernommen. Erledigt. Also wenn das Gefühl der Strafe aufkommt, der Verdammnis oder der Verurteilung, spricht es aus. Jesus, du hast uns erlöst davon. Amen. Und immer wieder dieses Gefühl der Strafe zu haben innerlich, ist nichts anderes als der Grund dieser Ängste, Sorgen, dieser Unfähigkeit, etwas machen zu können. Vertraut auf ihn. Er wünschte es, dass wir auf ihn schauen. Das ist sein Herz.
voller Liebe für uns. Anstatt auf uns zu schauen, auf uns zu zeigen, uns zu verurteilen, sagen, ich kann es nicht. Und ich rechne, wenn möglich, noch mit deiner Strafe. Jesus Christus hat am Kreuz gesagt, am Schluss, es ist vollbracht, meine Lieben. Alles hat er auf sich genommen. Den ganzen Zorn liegt auf Jesus Christus Gottes und nicht mehr auf uns. Er begegnet uns mit seiner totalen Liebe. Seiner kompletten Liebe. Und das ist die Good News, meine Lieben. Das Gegenmittel. Wir können nicht in die Apotheke gehen. Gegen diese Sorgen, Ängste und Probleme, die wir immer wieder im Kopf. Es wäre noch schön, eine Pille zu kaufen und sagen, okay, gib mir in der Apotheke eine Pille gegen Sorgen und dann sind sie weg. Nein. Aber das Gegenmittel ist viel praktischer. Es ist seine Liebe. Seine Liebe. Entfernt alle unsere Sorgen. Und er hat ein riesengroßes Herz für jeden von euch. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich und er sagt dir täglich, du bist mein geliebtes Kind. Halleluja. Und an dir habe ich Wohlgefallen. Und wenn ihr in einer Sorgensituation drinsteckt, dann sagt es laut, lobe meine Seele, ich bin dein geliebtes Kind. Halleluja. Und an dir weiß ich, oder an mir weiß ich, hast du Wohlgefallen. Also, der Tod ist überwunden. All diese Verurteilung ist weg. Das ist schon eine gute Basis, um keine Sorgen mehr zu haben. Nur, ihr denkt jetzt immer und sagt, ja, aber Pastor Samuel, das tönt zwar gut, aber da draußen, da gibt es Kriege und Terror, Anschläge und Unfälle und Diebstähle und ich lese von unserem Dorf, da werden Häuser eingebrochen und ganz wilde Sachen. Naja, das können wir beobachten. Aber wisst ihr was? Er ist immer bei uns. Lass uns im Psalm 91 den Vers 10 und 11 anschauen. Den kennt ihr auch gut. So wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Pastor Erich hat am letzten Sonntag gesagt, da geht es um den Gnadenthron in diesem Psalm. Lest diesen Psalm aus der Sicht des Gnadenthron. Die Engel sind bei euch. Und ihr habt Scharen um euch. Und er sorgt dafür, dass euch kein Unglück passiert. Also er will und er hat entschieden, uns zu schützen, uns zu begleiten, dabei zu sein bei unseren Herausforderungen, dabei zu sein, wenn ihr im Auto sitzt und vielleicht in einer gefährlichen Situation steckt, dass eben das Unglück nicht passiert. Dabei zu sein im Geschäft, dass ihr die richtigen Entscheidungen fällt. Dabei zu sein, dass ihr zu Hause im Haushalt die richtigen Entscheidungen fällt. Und ihr Hausfrauen, ihr habt einen super wichtigen Job. Ihr fällt noch viel mehr Entscheidungen als wir Businessleute draußen im Geschäft. Viel schwieriger, Kinder zu erziehen und Entscheidungen zu treffen als Hausfrau. Und der Herr ist bei euch zu Hause jederzeit. Und er schützt euch und er ist dabei mit seinen Engeln und ihr seid nie alleine. Praise the Lord. Was sagt dieser Vers noch? Jesus Christus möchte der Pilot sein in unserem Leben, meine Lieben. Und er möchte, dass wir als Co-Piloten über unser Leben mit dabei sind. Er wünscht sich, den Steuerknüppel zu übernehmen. Er wünscht sich,
der Pilot zu sein unseres Lebens. In allen unseren Situationen. Das ist dein Wunsch. Jetzt sage ich natürlich locker in allen. Auch in meinem Leben hat der Herr nicht in allen Situationen schon die Pilotenfunktion übernommen. Manchmal falle ich auch wieder zurück und übernehme den Knüppel. Ungefragt übrigens. Ich übernehme einfach. Als Co-Pilot bekommt man einen Auftrag vom Piloten, jetzt kannst du fliegen. Oder? Wenn ich das von Jesus höre, dann ist es gut. Übernimm jetzt das Steuer. Cool. Aber grundsätzlich hat er das Steuer in der Hand. Überlasst ihm das Steuer. Er schützt uns. Er hat es zugesagt, ganz viele Engel mit, um uns zu haben und uns zu schützen. Dieser Pilot und dieser Copilot-Gedanke kommt noch viel stärker zum Ausdruck, wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, in 1. Petrus 5, Verse 5 bis 7. Dort wird Petrus messerscharf und sagt eigentlich, wie das läuft mit Copilot und Pilot. Ebenso ihr Jünger, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Das ist die Aufforderung. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Stopp mal schnell hier. Diejenigen, die denken, ich habe den Pilotenknüppel selber in der Hand. Hochmütigen. Diejenigen, die denken, ich kann mein Leben total selber meistern, kein Problem. Ich alleine, ich. Das ist die Botschaft da. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Er schenkt uns die Gnade, unverdiente Gunst, er will alles uns geben und schenken. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Sie kommt wieder, die gewaltige Hand Gottes, die auf uns liegt und die er uns gibt, die Rechte, die er Hilfe anbietet. Das ist diese Hand, die Petrus hier anspricht. Damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Versteht ihr hier? Den Steuerknüppel Jesus Christus zu übergeben, ist der erste Akt der Demut. Dass wir ihm sagen, schau, du hast mein Leben in der Hand. Übernimm das Leben, mein Leben. Übernimm das Flugzeug meines Lebens. Steuere mich dorthin, wo ich eben alles bekomme von dir. Und ich sehne mich nach deiner Liebe, nach deiner Betreuung, nach deiner Hilfe, dass du sorgst für mich, nur du. Es ist ein Akt der Demut, sich einzulassen auf Jesus Christus, loszulassen vom eigenen Leben, zu denken, ich kann mein Leben selber leiten. Und dann am Schluss sagt es Petrus glasklar. All diese Sorgen, die uns immer wieder aus unerklärlichen Gründen in unserem Kopf erscheinen, werft sie auf ihn. Demütig. Die Sorgen loszulassen, ist ein Akt der Demut, meine Lieben. Ihm die Sorgen zu übergeben, ihm meine Ängste, meine Befürchtungen und mein Unvermögen, das ich meine, das ich habe, zu geben, schau, du hast es in den Händen. Das ist ein Akt der Demut. Also werft die Sorgen auf ihn. Spricht es aus. Ich werfe die Sorgen auf dich, Jesus. Du hast sie übernommen für mich. Ich will sie nicht mehr. Und jetzt das Rema. Du liebst mich. Ich bin dein geliebtes Kind. An mir, weiß ich, hast du, Jesus, wohlgefallen. Und du liebst mich aus tiefstem Herzen. Ja, und jetzt merkt ihr, auf was ich raus will. Seine Liebe verdrängt alle diese Sorgen. Alle. Das ist das Gegenmittel. Seine Liebe ist so groß, wir können es fast nicht erfassen. Und immer wieder müssen wir es uns sagen. Immer wieder ist es gut, wenn wir hören,
alle unsere Sünden, die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen, liegen auf Jesus. Immer wieder ist es gut, wenn wir hören, Jesus hat den Tod überwunden, er lebt. Jetzt ist er hier. Und wir leben auch. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und er liebt uns, hat uns schon geliebt, bevor wir überhaupt wussten, dass er uns liebt. Schauen wir uns das an. 1. Johannes 4, Verse 18 und 19. Und ist das die neue Genfer Übersetzung? Super, genau. Die ist nämlich noch klar. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Das ist das Gegenmittel. Also wo Jesus Christus in unseren Herzen ist, wo er der Pilot ist, seine Liebe, Gott ist die Liebe, wo er regiert, hat die Angst keinen Platz mehr. Aber unsere Seele sagt halt dann manchmal trotzdem, aber da weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Oh? Dann ist es wichtig, dass wir den Geist als Pilot wieder zur Hilfe rufen und sagen, du hast uns gesagt, ich liebe dich und deine Liebe vertreibe meine Angst. Das ist das, was wir hier haben. Also Liebe, Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Jetzt seht ihr hier diese Strafe, wenn ihr also den Deckel, den Sühnedeckel auftun und ins Gesetz hinausschauen, dann rechnen wir mit Strafe. Unter Gnade keine Strafe mehr, es liegt alles auf Jesus. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Also wenn diese Verurteilung immer wieder aufkommt, dann sind wir noch nicht ganz in dieser Liebe, wo wir wirklich im Glauben angenommen haben, ich bin sein geliebtes Kind. An mir hat der Herr wohlgefallen. Mit all meinen Schattenseiten und Dinge, die ich in der Vergangenheit irgendwie verbockt habe, er liebt mich, so wie ich bin. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Auch hier kommt wieder wie am Anfang, als ich Jesaja zitiert habe, ich liebe dich, ich begleite dich, ich bin dein Gott. Ich will dich stärken. Ich will dir helfen. Hier, er hat entschieden, uns zu lieben. Nicht wir ihn. Er hat es schon vorher gemacht. Praise the Lord. Und ich bin so dankbar, dass ich hier lesen darf, er hat sich für mich entschieden. Er liebte mich, bevor ich überhaupt etwas wusste. Weil das nimmt mir den ganzen Druck. Ich habe mich entschieden, zu glauben, dass Jesus Christus für mich alles bezahlt hat am Kreuz. That's it. Full stop. Punkt. Und jetzt liebt er mich. Und die Liebe verdrängt alle Sorgen und Ängste. Halleluja. Also ein angstfreies Leben, ein sorgenfreies Leben ist möglich, wenn die Liebe zunimmt in uns, wir immer uns bewusster werden, was er am Kreuz gemacht hat für uns. Wir immer mehr bewusst werden, dass er uns liebt von ganzem Herzen. Dass die Aussage an Jesus Christus, du bist mein geliebter Sohn, eben auch für mich gilt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und dass die Aussage, die er Jesus Christus gesagt hat, an dir habe ich wohlgefallen, eben auch für mich stimmt. Das verdrängt alle Sorgen. Amen. Gehen wir noch zu Römer 8, 32 zum Schluss. Er, der sogar seinen Sohn nicht verschont hat, er hat entschieden, Jesus Christus ans Kreuz zu führen. Nicht die Nägel haben Jesus Christus am Kreuz gehalten, sondern die Liebe zu uns hat Jesus Christus am Kreuz gehalten, meine Lieben. Damit wir sorgenfrei in dieser wilden Welt trotzdem im Frieden leben können.
Und schaut mal, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Der Herr will uns alles schenken. Und alles ist alles. Und das ist eben auch Friede, Freude, Heilung, einen guten Job, Arbeit, die Freude macht, eine tolle Ehefrau. Er will uns alles schenken. Oder einen Ehemann. Das ist seine Absicht. Tolle Kinder. Alles will er uns schenken. Seine Liebe ist so groß, dass er nichts vorenthält. Jetzt könnten wir noch sagen, Moment, aber in meiner Realität sehe ich dann das noch nicht. Ja, ich sehe auch noch nicht alles. Aber mein Blick hört nicht auf, nach oben zu schauen. Es gibt zwei Blickrichtungen. Ich kann in der Welt schauen, auf dieser Ebene, und denken, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist nicht gut, und ich mache mir ganz viele Sorgen. Oder ich kann den Blick nach oben werfen und sagen, Herr, du kannst es. Und ich lasse mir den Frieden und seine Liebe nicht mehr rauben. Und wenn sie geraubt wird in einem Moment mit einem Gedanken, dann entscheide ich mich für ihn und schaue nach oben. Denn er hat den Tod für uns überwunden, er lebt. Denn er hat alle Verurteilungen und Strafe auf sich genommen und er hat alles bezahlt für uns. Er hat das Blut vergossen, damit wir rein und in Gerechtigkeit dem Herrn begegnen können. Dass die Liebe zu uns fließt. Er hat alles bezahlt und er hat uns die Engel geschickt, damit uns kein Unglück geschieht. Er will das Beste für uns. Jesus Christus hat alles für uns gemacht und er hält uns nichts vor. Praise the Lord. Amen. Das ist der Herr. So gut ist der Herr. Und er möchte, dass wir ein sorgenfreies Leben haben, dass wir lachen können, dass wir eine Ausstrahlung haben, mit Augen, die Freude rüberbringen, die seine Herrlichkeit sichtbar machen. Draußen in dieser dunklen Welt. Das ist sein Wunsch. Durch seine Liebe hindurch möchte er auf uns wirken. Ja, das ist die Güte Gottes. Und ich möchte jetzt noch einen Moment beten und ich bitte euch, die Köpfe zu neigen und die Augen zu schließen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so barmherzig, so gütig und so viel Liebe bist und du bist die Liebe, dass du uns alles geschenkt hast. Dass du uns ein sorgenfreies Leben, ein angstfreies Leben, ein Leben, wo wir die Befähigungen, die wir brauchen, haben, alles geschenkt hast, dass wir das ausleben dürfen. Und es geht dank dir, Jesus Christus, weil du hast alles bezahlt. Du hast den Tod überwunden für mich, für dich, für jeden Einzelnen. Du hast alle Sünden vergeben, die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen. Und du hast den Schutz für uns bestellt durch die Engel. Wenn du jetzt diese Nachricht zum ersten Mal hörst, dass Jesus Christus alles bezahlt hat für dich und du im tiefsten Herzen jetzt möchtest, Jesus Christus in dein Leben aufnehmen, ihn zum Piloten zu machen und dein Leben als Copilot neben ihm im Frieden leben können, dann bitte ich dich, mit einem Handzeichen das zu zeigen. Wenn du diesen Schritt heute machen möchtest und Jesus Christus in deinem Leben noch nicht angenommen hast, ich warte noch einen Moment, dann zeige das mit deinem Handerheben. Ich bin derjenige, der es sieht, sonst niemand. Praise the Lord. Es sieht so aus, dass alle Jesus Christus als Piloten schon in ihrem Leben haben. Ich danke dir, Herr. Ich lobe dich und ich preise dich und ich ehre dich und ich segne die ganze Gemeinde, dass sie eine Woche hat voller
voller Liebe, voller Freude, voller Frieden, denn du bist gekommen, hast gesagt, Friede sei mit euch.